So, hallo, ich begrüße euch zu mal wieder einem kleinen Level vom Sariel vor dem Contest, beziehungsweise wenn ich es hochlade, wahrscheinlich schon nach dem Contest. Wann ist Abgabe? Sonntag. Ja, dann kommt es. Soll's auf YouTube vorher kommen oder erst danach? Mach's ruhig davor, dann können die Leute noch was schreiben und vielleicht kann ich ja noch was verbessern. Okay, also dann lade ich es einfach direkt nachdem wir es aufgenommen haben, hoch. Genau, richtig. Gut, perfekt. Genau, wir spielen, weiß ich gar nicht, wie es heißt. Ich habe einfach nur eine Datei bekommen, die hieß KVLDC12. Deswegen, du kannst sagen, wie es heißt. Oder wir sehen es vielleicht gleich am Levelnamen, ne? Wenn du das Level findest, dann ja. Sonst muss man das Level erstmal suchen. Du hast ein bisschen Auswahl. Ah! Okay, Vanilla Secret 2 wird es wohl nicht sein, aber da gehen wir erstmal rein. Einfach mal gucken. Mensch! Das ist ja spannend. Okay, dann gucken wir mal, was nach einem Level klingt. Das klingt nicht nach einem Level. Das auch nicht. Das auch nicht. Dann wird es wohl da sein, wo es immer ist. Ja, Mensch. Okay, Tarnished Tartarus. Bist denn auf den Namen gekommen? Weil ich nach was irgendwas dramatisch klingendem gesucht habe. Und was würde sich besser eignen als die griechische Unterwelt? Okay, na dann schauen wir mal rein. Und man muss dazu sagen, es ist also ein VLDC, das heißt, du durftest nur Vanilla-Sachen verwenden, außer die Musik. Ja, und dass man halt Sachen mergen darf, ist halt fragwürdig, Vanilla. Was heißt Dass du ein Teil nimmst und ein anderes Teil drüberlegen darfst. Mergen? Ah, okay. Ja, aber es ist noch. Ah, ich wollte gerade sagen, ich kann nicht Spin Jumpen, aber ich bin einfach nur zu doof, die richtige Taste zu drücken. Gut. Ouch, what do you think I are doing? Your chumps, Oh, da muss da fehlt ein stehen. R. Ja, ich sehe es gerade. Your chumps hurt so much. Me and my friends are gonna give you a taste of your own medicine. Okay, ansonsten sehe ich keinen Fehler. Wie, was heißt das denn? Darf ich jetzt nicht mehr Spin Jumpen? Das wäre ja auch frech. Man will ja die Musik kaputt rutschen. Hui! Okay. Ah, ich mag die Musik. Musik. Wie macht man. Das. Aber ich meine, dafür, dass es Vanille ist, ne? Das Schild sieht so zerfetzt aus. Weil man muss Sind jetzt ja. alle Ich. möglichen Teils, ja. Das ist schon krass, weil man muss das jetzt nochmal betonen. Er hat hier jetzt keine Custom-Grafiken verwendet, sondern er hat alles genommen, was es in Vanilla gibt, also in Vanilla SMW, also das Original SMW, und daraus dann solche Grafiken gebastelt. Wie zum Die Beispiel um Lava dieses. war auch ein Spaß. Oh ja. Wie zum Beispiel auch dieses Feuer hier auch, ne? Den Topf hier gibt es ja auch nicht. Das ist auch zusammengesetzt aus Röhrenteilen, glaube ich. Ich sehe da so Teile von der Röhre irgendwie so ein bisschen obenrum. Richtig, und das untere weiß ich nicht mehr, was es ist. Okay, sehr gut. Ich habe auch nur die Röhre erkannt. Oh Himmel, hilf, was ist. Aua, da habe ich ein bisschen zu weit reingeguckt. Ja, das ist schon krass. Ne? Wenn man das hier sehen würde, würde man denken: Oh, das ist auf jeden Fall Schoko. Aber ist es einfach mal nicht. So, ich hoffe, da komme ich wieder. Wait, wie komme ich denn. Du hast gesagt, das ist Lava, ne? Ist die im Hintergrund? Ich probiere es einfach aus. Ja, verdammt. Okay, wie komme ich denn da rein? Okay. Sagen. Huch! Habe ich die gar nicht ausprobiert? Hä? War die am Anfang auch schon da? Aber du sollst nicht jedes Mal den Plot lesen müssen. Ah. Also ist ja dann auch schon wieder was ohne sozusagen ASM funktioniert, dass du, wenn man einen bestimmten Bereich schon hat, das dann diese Röhre da auf einmal. Okay.
Ah, wait, ich verstehe. Soll ich mit dem das holen? Hüpfst du auch? Gut, hallo. Ach, der bleibt da. Ah, okay. Der bleibt da. Ah ja, ich muss hier runter. Wow. Machen wir mal so. Ich versuche das hier ohne Safe-Sets durchzuspielen. Ich denke mal, es ist vom Schwierigkeitsgrad her schon ohne Safe-Sets möglich, ne? Safe-Sets dafür brauchst, dann beginne ich zu zweifeln, dass du echt schon seit mehr als einer Dekade Super Mario World spielst. Naja, es hat ja auch mit Geduld zu tun. Man würde es vielleicht schaffen nach einer Weile, aber manchmal will man es schneller durchhaben. Aber bisher denke ich auch, dass ich das hier ganz gut durchbekommen werde. Es fühlt sich jetzt nicht so dramatisch an. Ich darf nur nicht in der Lava landen, dann muss ich immer wieder alles von vorne machen. So wie hier. Ne, da muss ich mich einfach nur ducken, dann ist alles gut. Du darfst sogar in der Lava landen. Das ist nette Lava. Ach so, ich bin vorher nur tot gewesen, weil ich groß war. Eben nicht. Ja, richtig. Okay. Kann ich die killen, indem ich die Shell dahin. Wait. Ach so, verstanden. Plopp. Nice. Dann haben wir hier. Kannst du den Goomba ruhig mitnehmen, theoretisch. Also wenn er jetzt nicht da unten läge, dann wäre das noch möglich. Jetzt nicht mehr. Ja. Wäre ne, hätte, okay. Wäre mir wahrscheinlich eine Hilfe gleich gewesen. Way, was bist du denn? I, the great Fuzz God, curse you. As soon as you enter the pipe, your spin jump is going to kill you instantly. Oh, dann funktioniert der Spin jump wirklich nicht mehr. Okay, kannst du mich auch so töten, Kollege? Okay, nein, er ist zu hoch. Er ist über mir. Nein, aber er hätte deinen Goomba gefressen, wenn du ihn in seinen Mund geworfen hättest. Ah, das ist ja lustig. Okay, das muss ich kurz zurückspulen. Das will ich sehen. Dafür gehen wir mal zurück. Und nehmen den Goomba mit. Und lassen ihn fressen. Flop. Das ist Lava, verstanden. Ja. Okay. So viel mehr war mit Vanilla dann nicht möglich. So, jetzt stelle ich mir allerdings gleich wieder eine Frage. Es ist ja... Wir reden ja von VLDC. Das heißt, du musst jetzt ohne ASM verwendet zu haben, mir den Spinjump verbieten. Hast du gehört, was passiert ist? Noch nicht, aber ich kann mal den Spinjump drücken. Tschüss. Wait. Moment. Du hast mich... Ah, du hast mich auf unsichtbares Yoshi gesetzt. Korrekt. Oh. Und dann ist da oben einfach Tötungsblöcke, sobald man die Spinjump-Taste drückt. Das heißt, ich darf nicht nur nicht Spinjump, ich darf auch in der Luft nicht X drücken. Ja, also, ich darf einfach gar nicht mehr die Taste drücken. Okay. Richtig. Aber da, wo ich runterfalle, na, da sterbe ich auch. Okay. Das stimmt sogar, wenn du groß bist. Das hat HF gefunden, den Break. Inzwischen ist das gefixt. Ach so, war das davor möglich? Ja, ich hätte gedacht, wenn man groß ist, noch, wird man genauso zerquetscht. Nee, vorher waren da quasi nur Mancha und jetzt ist da 1 FE. Ah, okay. Ja, aber das ist ja dann eine coole Idee, dass man sagt, hey, wir haben zwar kein ASM, aber ich kann trotzdem den Spinjump verbieten, weil ich habe Glitchwissen. Ich glaube, das kam beim VLDC 10 zum ersten Mal. Bin ich dumm? Das gibt's doch nicht. Dankeschön. Hat's da schon mal jemand verwendet, ja? Ja, beim VLDC 11 auch einmal und das ist jetzt zumindest meines Wissens nach bislang der erste Entry vom VLDC 12, der das verwendet. Okay, dann bist du leider kein Pionier, was das angeht, aber auf jeden Fall eine coole Idee. Aber das versteht man ja wirklich nur, wenn man diesen unsichtbaren Yoshi-Glitch kennt. Was ja normalerweise, sag ich mal, jetzt nicht der Fall ist. Ja, zum Glück hast du so viel in Ferie gespielt, nicht wahr? Haben sich jetzt 200 Folgen abgelohnt. Kam es da zum ersten Mal vor oder gab's den, hab ich den nicht vorher auch schon? Gab's in Nörfel schon unsichtbares Aua? Weiß ich gar nicht, oder in Puzzle?
Oh, ich weiß tatsächlich nicht, wann ich welche Glitches kennengelernt habe. Es sind tatsächlich, glaube ich, ganz viele durch. Also, durch Inferi kam auf jeden Fall dieser Bilingua-Glitch. Das weiß ich. Das war so für mich... Moment, ich habe Quatsch gemacht. Das war für mich so der Inferi-Glitch schlechthin. So, zack, tschüss. Ja, der Traum aller Frauen. Ich wollte es jetzt nicht so laut sagen. Ja. Muss mich mit solchen Bemerkungen muss ich aufpassen. Als Lehrer. Ja, ich bin ja kein Lehrer, ich darf das sagen. Ja, aber nicht in Videos, auf die Schüler theoretisch Zugriff haben. Nein, also das ist schon noch im Rahmen. Das ist schon noch im Rahmen. Ich darf nur keine verfassungsfeindlichen Sachen und so weiter. Dann mach dein Video halt mit 18-Plus-Regelung. Nee, jetzt gerade sind ja eh keine mehr da. Und die Neuen warten bitte ein bisschen, bis sie den Kanal finden. Danke. Oh, das war schon. Ja, cool. Ist immer schade, wenn ein Level von dir zu Ende ist. Aber wir haben es tatsächlich ohne Stats geschafft, bis auf das Zurückspulen, um den Goomba zu holen. Ja, sehr schön. Kannst du eigentlich jetzt schon berichten, welchen Platz dein anderes Level bekommen hatte, was wir gespielt haben mit dem Öl und was das alles war? Nein, weil Idol anscheinend immer noch nicht fertig ist mit Bewerten. Ah, okay. Das heißt, da ist noch... Wait, habe ich eigentlich alle Yoshi-Coins mitgenommen? Ja, hatte ich, ne? Ja, zumindest hast du alle einmal gesammelt, wenn auch nicht in einem Durchlauf. Oh, ja, ja gut. Ja gut. Die werden nicht gespeichert, das ist klar. Das wäre jetzt auch... Das könnte man wahrscheinlich gar nicht einbauen, ne? Ohne ASM. Wahrscheinlich nicht, aber... Ne? Es ist ja auch möglich, ein One-Up quasi als zweiten Mittel mit Waypoint zu nutzen, so gesehen. Ja, das stimmt wohl. Nein, bitte. Ach Mensch. Geh doch her. Wollten wir das hier nochmal ein bisschen angucken. War es schon? Ach, der Kopf. Ach, das ist der. Okay, jetzt verstehe ich das. Das ist so dieses. Dieses typische Sprite-Dings. 1-0. Ja, und immer drauf stehen bleiben. Okay. Ja, ist echt ein schönes Level. Und während Con das so das zweite Mal durchspielt, können die Zuschauer ja schon mal anfangen, Kommentare zu schreiben, was sie davon halten. Genau. Ups. Und ich laufe hier einfach noch einmal durch, weil... Warum 11 Minuten Video, wenn man auch 20 Minuten Video haben kann? Aua. Und weil es einfach ein schönes Level ist, wo man gerne nochmal Mist durchläuft. Ah, ich komme trotzdem ran, alles gut. Der macht es ja auf. Ich darf mich jetzt nur nicht treffen lassen, das wäre dumm. So. Und dann versuchen wir mal noch das Ganze zu breaken. Aber ich glaube, das hast du dann schon... Ah ja, jetzt wäre ich groß, genau. Und jetzt... Ach, dann hat sich Herr Alf wahrscheinlich hier hochgeportet. Und wurde noch nicht zerquetscht damals. Weil damals eben nur Mancha oben waren und eben nicht das Tötungsteil. Ah, okay. Ach, ich habe nachgedacht. Ich wollte einfach einen Spinjump über die Dinger machen. Okay. Wie sieht's mit deinem Kaizo aus? Ich habe inzwischen 3 Hacks, an denen ich baue. Also von daher erwarte nicht zu viel Fortschritt. Bei einem Hack als Ganzes, aber dafür insgesamt immer wieder mal irgendwo mal Fortschritt. 3 Kaizo-Hacks oder was? 2 Kaizo-Hacks und ein normaler. Okay. Auch interessant. Also der eine Kaizo-Hack, den kennst du ja. Da hast du mal vor Jahren die Demo gespielt. Dann der zweite Hack ist so ein One-Screen-Puzzle-Hack wie Mario's Keytastrophe. Also, man spricht das Keytastrophe aus, jedenfalls nicht Keytastrophe, wie gewisse Let's Player es immer betonen. Und genau, als drittes quasi noch Cruella Mario, aber in einfach. Ach du Schande, okay. Alles klar.
Ah, Mist. Nein, mein Pilz. Tschüss. Ich glaube, der ist dann verloren. Er ist weg. Der Fuzzy freut sich, dass er den Pilz bekommen hat. Er hüpft sogar aus der Lava vor Freude. Und wieder zurück. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Ah, nee, da kam am Ende kam diese Welle noch. Ah, du hältst ja noch einen Pilz. Ach, stimmt, ja. Oh boy. Das war schlecht getimed. Ja. Das war nicht so gut getimed. Künstlich das Video in die Länge strecken. Ja, na klar. Wie findest du denn den Layer 3 Hintergrund? Das ist das ganz hinten, ne? Ja, richtig. Hintergründe sind meistens hinten. Ja, aber ja, stimmt, das andere ist Vordergrund. Richtig. Das heißt aber, du hättest auch nur Layer 3 sagen können, richtig? Oder gibt es auch Layer 3 Vordergrund? Ja, du kannst Layer 3 quasi auch mit Priority vor Layer 1 und 2 laufen lassen. Ja. Ah, ja, okay, verstehe. Verstehe, dann war die Frage wieder dumm. Ja, schön. Da ist halt, also ich glaube, die Fackeln, die sind aus dem, also die erkenne ich, die Wand erkennt man so auch. Es ist halt so zusammengesetzt aus diesen Steinen und der Mauer und den, wait, das ist von dem Bowser-Kampf, ne? Ja, ich weiß nicht genau, ob das wirklich exakt die sind, aber... Ja, wo gibt's die sonst noch im Original? Uah! Da wollte ich noch nicht hoch. Ach Gott, ja. Ich denke gerade zu viel nach über den Hintergrund. Was wollte ich dich noch fragen? Genau, das mit Kai hatten wir schon besprochen. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Dann kommt jetzt nämlich wirklich erstmal der Hack von Dani. Dann nehme ich dann nächste Woche mit ihm auf. Hilfe. Das ist schon mal gut. Und dann vielleicht wieder Mario Maker. Hey! Mario Maker. Das hat nicht mal bist du ziemlich gut durchgekommen, aber jetzt? Ja, weil ich jetzt wieder an ganz viele andere Sachen denke. Und im Prinzip jetzt auch nicht mehr den Drang habe, durchzukommen, sondern einfach nur noch so ein bisschen rumspiele. Mit was für einem Platz rechnest du? Das können wir noch mal. Mindestens Top 10 möchte ich mal hoffen. Okay. Also, das wäre irgendwie ziemlich bitter, wenn nicht. Ja, hast du schon Level von der Konkurrenz gesehen? Ja, und... Das ist halt so das Typische, eine ganze Menge Durchschnittszeug, ja. Ein bisschen was halt schlecht ist und dann halt so von den üblichen Verdächtigen so die Level, die halt das gewisse Etwas haben. Ja, okay. Aber es wird auch dazu keinen kompletten Hack diesmal geben. Nein, warum auch? Ja, ich fand den VLDC-kompletten Hack-Dings von, ich glaube, VLDC 9 war es oder so, fand ich schon cool. Ja, aber die Leute auf SMWC sind faul geworden. Ja, gut, aber auf die Art und Weise, sag ich mal, als Spieler spielt man es dann halt lieber so. Als dieses einzelnen einfach Level starten und keine Oberwelt, das ist so ein bisschen wie... Wait, was muss ich denn jetzt... Musste ich da komplett durch? Ich muss einfach komplett durchspringen, ne? Okay. Jetzt kommt die Welle. Ich hoffe, das ist ein gebührender Abschluss für das Level. Das mit der Welle hier? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ist hier auch noch, kann man hier eigentlich auch noch sterben? Ja. Warum sollte das auch nicht so sein? Okay. 66 Münzen. Damit können wir abschließen. Da fehlen irgendwie noch 22. Ja, das, Die holen wir uns noch kurz. Du hast recht. Wir hören mit 88 Minuten auf. Hier kann ich wieder Spin-Jumpen. Ah, sehr schön. Freiheit hoch. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht auf 83 Münzen komme.
89 89 meinte ich. Sowieso. 89? Was rede ich denn? 76. Bester Mathelehrer. Ja, natürlich. 84. Aua. Und das sind jetzt genau 87. Ist noch eine. Okay, das kriegen wir hin. Perfekt. So, hier ist Schluss. Weiter darf ich nicht. Sonst werden die Grenzen, die Gesetze der Physik zerstört. Oder so. Gut. Dann schreibt bitte in die Kommentare, was er an seinem Level anders machen kann, dass er noch ganz viel umändern muss, bis er es hochlädt. Nein, aber gebt ihm gerne Hinweis, wenn euch irgendwas einfällt und ihr Experten seid oder ihr irgendwelche falschen Ecken gesehen habt. Mir fällt sowas nicht auf. Aber ich habe auch nichts derartiges gesehen. Ja, und dann bedanke ich mich, dass du wieder dabei warst. Aufnehmen und schon mal für die Kommentare, die kommen. Vor allem von Rasierer auch, dass er beim letzten Mal auch so einen riesigen, eine riesige Lobeshymne verfasst hat. Und ja, mal schauen, wie das und das andere Level ankommen auf SMB Central. Ja, dann bin ich gespannt, wann wir wieder zusammen aufnehmen. Deswegen habe ich auch gefragt, wann dein Kaizo-Zeug fertig wird, weil das wäre ja, also zumindest dieses einfache Kaizo da, das wäre ja was ich schon versuchen würde. Ohne Saves. Das eher nicht. Aber das kommt dann auch drauf an. Ich meine, wenn jetzt erstmal wieder Schule losgeht, wie ich dann da überhaupt Zeit habe und Nerven. Aber das wird sich alles zeigen. Gut. Ach komm, Schüler sind doch nicht entnervend, also bitte. Das wird sowieso, es wird ein sehr spannendes Schuljahr. Wahrscheinlich so eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht und keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Wir werden sehen. Gehört ihr aber jetzt nicht her, deswegen danke fürs Zuschauen und nochmal danke an dich fürs Dabeisein und tschüss. Tschüss.